Hey Leute, willkommen zurück zu Randall's Monday. Wir spielen hier immer noch mit dem Vertreter und unserem Vermieter, der ja nicht so begeistert ist von dem Vertreter. Ich glaube, das kriege ich besser hin. Kann ich nochmal? Klar doch. Ich habe nichts zu verlieren. Komm, Randall, das kriegst du nochmal hin. Showtime. Technik produziert wurde. Ist es wahr, dass sie ihre Familie verspült haben? Sind sie immer noch im Flur und warten auf mich? Hallo, Mr. Marconi? Wären Sie daran interessiert, einen Haufen Müll zu kaufen, der mit veralteter Technik produziert wurde? Okay. Ich würde sagen, der geht da definitiv nicht mehr drauf ein. Wow, er klang richtig aggressiv. Das habe ich mir schon gedacht. Okay, dann gehen wir nochmal in die Wohnung. Ach, der steht hier immer noch da rum. Verdammt, der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Ja, vorbeischleichen. Haben wir da irgendwas? Kaputtes Radio. Oh Mann, ich würde sagen, wir fahren nochmal zurück zum Pfandleihhaus, beziehungsweise zu Amazon Express. Und da gucken wir jetzt nochmal, ob wir da auch hinkommen. Nochmal reinkommen, vielleicht können wir da nochmal was erreichen. Und jetzt fahren wir mit der Bahn. Tschüssikowski. Amazon Express, gehen wir mal rein. Hey, Mr. Amazon, ich glaube, wir sollten uns nochmal über diesen Radiovorfall unterhalten. War es wirklich nötig, mir das Ding an den Kopf... Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Ist ja gut. Kein Stress. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Spielelogos ist gänzlich unbeabsichtigt. Na klar, ist es logisch. Außer, dass es aussieht wie Portal. You shall not pass. Ach. Sicher, dass du kein Ticket willst? Absolut. Bring mir einfach was von dem Trödel mit, über den wir geredet haben. Vorher brauchst du nicht wieder ankommen. Zeit ist Geld, Kleiner. Ach, was ein Mist. Ich glaube, ich kann da definitiv nicht alt raus. Ich glaube, der will gerade nicht mit mir reden. Vielleicht später. Würde ich doch auch sein. Also hier gibt's irgendwie auch nix. You are here. Lowline. Kann ich auch hier? Pullercat Street. Okay. McCracken Street. Randall's Home. Sind wir aber genug Bahn gefahren. Ich habe jetzt keine Lust mehr hin und her zu fahren. Ich muss mal gucken, was den Hund angeht oder so. Ich kann mal was mit dem Hund machen, der in der Gasse hinten drin sitzt. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was da passieren wird jetzt hier. So, jetzt gehen wir mal hier rein in die Hintergasse. Hierher! Beifuß! Komm zu Herrchen! Der hört mir gar nicht zu.
Natürlich nicht. Du bist ja auch nicht das Herrchen. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Der bleibt hier. Weil du ein Trottel bist. Container. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Ja, also gehst du nicht mehr hoch. Gut. Mr. Marconi ablenken mit dem Sandwich. Wir haben doch diese coole... die Pylone eingesammelt hier. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Mal schauen. Ja, kaputtes Radio. Das kaputte Radio... Fernbedienung, Bolzen, den Bolzen, den Bolzen. Das ist keine gute Idee. Bis dann. Hey, dann mach ich doch. Bis damit. Es gibt kein. Das hier damit. Vergiss es. Auch nicht, Bolzen. Ich hab keine Ahnung mehr, wie es jetzt hier weitergehen soll. Warten wir jetzt das hier mit. Wenn du das für... Das ist keine... Ach, was eine Scheiße. Scheiß Flugratten. Mr. Marconi ablenken. Wie lenken wir den am besten ab? Hm. Verdammt, der alte Marconi... Ja, so kommen wir auf jeden Fall nicht weiter, also. Ich versuche ja immer dem... Was will der Typ da eigentlich die ganze Zeit? Der steht vor meiner Bude mit seinem Anzug in diesem verrotteten Viertel und zieht sich hier das Ganze rein. Ich glaube, das kriege ich besser hin. Kann ich nochmal? Klar. Probieren wir es nochmal. Ich habe nichts zu verlieren. Haben wir dann auch nur noch zwei Antworten. Showtime. Sollten nur noch zwei sein, jawohl. Ist es wahr, dass sie die ganze Familie verspeist haben? Ist es wahr, dass sie ihre ganze Familie verspeist haben? Hm, das war aber schon näher dran. Hm, er windet sich einfach immer raus. Verdammt, Marconi. Ich wusste, es ist hoffnungslos. Nein, einmal versuchen wir es noch. Wir haben noch eine Antwort. Ich glaube, das kriege ich besser hin. Kann ich nochmal? Ja. Ja. Ich habe nichts zu verlieren. Ja, du hast nichts zu verlieren, das wissen wir ja jetzt auch. Showtime. Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Bist du das? Yep. Hier ist Hicks. Ich habe mich aus dem Apartment geschlichen und ich habe Ihr Geld noch immer nicht. Na, was sagen Sie jetzt? Ach, kommen Sie, Mr. Marconi. Ich hatte gehofft, mittlerweile hätten Sie mir vergeben. Ich meine, ich appelliere hier an Ihren Anstand. Aber daran gemessen, wie Sie sich anziehen, haben Sie sowas ja nicht. Du verdammter Bastard! Findest du das gefallen? Ich könnte dasselbe über Ihren Bierbauch sagen. Tatsächlich habe ich das gerade getan. Okay, also ihr redet gerade davon, mir in den Arsch zu treten. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. In dem Sinne, ja. Ich... was? Rede einfach ein bisschen mit ihm. Ist gar nicht so schwer. Aha. Ich verstehe. Aha. Ich verstehe. Sicher. Ah, die Ablenkung. Wie dämlich ich bin. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Abschaum wie du einfach verschwinden würde. Du hältst dich für so lustig. Aber weißt du was, Hicks? Dieses Mal hast du es wirklich geschafft. Du wirst mich noch auf Knien bitten, dir deine Wohnung wiederzugeben. Und dann werde ich dir einfach ins Gesicht lachen, du dämlicher Freak. Ha! Wie kannst du nur so undankbar... Das ist cool.
So Leute, wir haben es in die Wohnung geschafft, endlich. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und in diesem Sinne, euer TLMC. Peace out, bis zum nächsten Mal.